So, willkommen zu einem neuen Dividenden-Video. Es ist mal wieder soweit, wir sind einmal durch und ich mach mal die F. So, jetzt ist es besser. So, wir sind einmal durch wieder. November-Dividenden, alle sind da. Heute haben wir den 1. Dezember, frohen 1. Dezember und ich habe vergessen, frohen 1. Advent war ja dann gestern auch gewesen. Und wir gehen einmal durch. Es war ein guter Monat, ja. Es war nicht der beste Monat, aber es war ein guter Monat, ein durchschnittlicher Monat und damit kann man schon was anfangen, würde ich sagen. Also wenn das jeden Monat so kommen würde, wäre das gut, ja. Ansonsten, für alle, die neu dabei sind, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr hier auf den Kanal gefunden habt. Mein Name ist Patrick, wie in dem Namen Patrick sind 90 Stunden ersichtlich oder erkennbar. Wenn ihr Bock auf so Videos habt, dann lasst doch bitte ein Abo da und einen Daumen hoch, wenn euch das Video dann am Ende gefallen hat. Und dann legen wir auch schon los. Also, es gab insgesamt 10 Auszahlungen im November bei mir und die sind wie folgt. Und du bist bitte leise hier. So, Entschuldigung. AT&T am 2.11. für 40,608 Anteile gab es 15,35 Euro Dividenden. Und hier rechts habt ihr das alles nochmal schön visualisiert, wie immer. Und im Vergleich zum Q3 auch, oder zu den letzten Dividenden, ja, Q3, die es so gab. Teilweise gibt es ein paar Unterschiede wegen Währungswechsel, also Dollar-Euro-Kurs oder Dollar-Schweizer-Franken-Euro-Kurs, weil ich habe ja alles hier bunt gemischt. Und teilweise halt welche, weil wir nachgekauft haben, beziehungsweise die Sparpläne ausgeführt worden sind. So, zweites war Sberbank. Zum ersten Mal Dividende bekommen, bespare ich ja seit, ich glaube, Mitte des Jahres ungefähr. 17,98 Euro erhalten, sehr, sehr schön. Mega, für 26,388 Anteile. Weiter ging's und wir haben schon 33,33 Euro. Wie geil, oder? Und der fokussiert nicht auf mich. Blödes Ding. Aber ich konzentriere mich darauf. So, dann ging es weiter mit Tomra Systems. Habe ich ja erst den Monat davor in den Sparplan eingenommen und gab direkt Dividende. Also ich habe günstig gekauft, weil es genau vor dem Ex-Date war. Also günstig gekauft war falsch, weil Tomra ist danach auch wieder ein bisschen runtergegangen. Und heißt aber für mich günstiger nachkaufen. Am 6.11. 1,282 Anteile habe ich da bisher. Dann ging es weiter. Apple, 1,91 Euro gab es. Ihr seht, im Quartal davor gab es 1,33 Euro. Und das war wegen den Zukäufen durch die Sparpläne. Ausgezahlt am 12.11. für 12,967 Apple-Aktien. Dann ging es am 13.11. weiter mit BAT, 5,26 Euro. Und hier wird einfach nur 25 Euro im Monat bespart. Und schaut mal, von 3,81 Euro auf 5,26 Euro nur mit den Sparplänen. Ja. Die haben eine gute Dividendenrendite für 9,852 Anteile. Dann ging es weiter am 13. auch, Realty Income, 1,68 Euro gab es. Ihr seht, letztes Mal hatte ich 1,01 Euro. Weil Realty haben wir noch ein paar nachgekauft, jetzt haben wir 10 Stück, letzten Monat hatten wir 6 Stück gehabt bei den Dividenden. Dann ging es weiter mit Procter & Gamble, 2,02 Euro am 16.11. für 3,548 Anteile und schon wieder eine Schnapszahl, 44,44 Euro. Und hier seht ihr auch die Aufteilung nochmal schön, ey, bleibt mal schön da. So, und dann bleiben noch 3 übrig. Dann gab es Omega Healthcare, 7,06 Euro. Im letzten Quartal gab es 5,77 Euro und auch die wird nur mit 25 Euro bespart. Auch die hat eine gute Dividendenrendite. Insgesamt haben wir davon gehalten 15,586 zum Ex-Date, weshalb wir 7,06 Euro erhalten haben. Dann ging es weiter mit Unilever, 6,70 Euro haben wir erhalten am 20.11. für 19,192 Anteile. Im Quartal davor hatten wir 6,18 Euro. Und last but not least haben wir gehabt Starbucks, 4,15 Euro. Letztes Quartal hatten wir gehabt 2,91 Euro für 13 Anteile. Und insgesamt kommen wir diesen Monat auf 62,35 Euro. Verdammt nochmal hier. Ah, Kamera. Nicht den Stormtrooper da hinten, ich hier. Also 62,35 Euro Dividende im Vergleich zu 37,55 für dieselben Titel. Aber ihr seht ja, Sberbank hatten wir im Quartal davor nicht. Als auch Tomra System, deswegen, das ist einfach nur so ein, also nicht der Vergleich vom Totalen, sondern einfach nur die individuellen Titel, damit ihr seht. Und da muss ich sagen, finde ich schon gut, 62 Euro finde ich sehr, sehr gut, hatte eigentlich weniger gerechnet, aber teilweise wussten wir auch nicht, wann Sberbank bezahlen wird, deswegen kamen die dann auch im November und deswegen ist das dann doch ein bisschen höher ausgefallen als gedacht. Und dann springen wir doch mal zur Portfolio Performance und dann haben wir die Aufteilung, ihr seht, habt ihr eigentlich schon im letzten Video gesehen, wie viel wir haben,
hat sich eventuell ein bisschen hier verändert und hier kommen die Sparpläne jetzt reingeflogen. Ich kriege hier Benachrichtigungen die ganze Zeit von der Consorsbank. Finde ich geil, dass es Push-Benachrichtigungen von der Consorsbank gibt. Also nochmal einen Daumen hoch dafür und auch für die genaue Ausführung der Sparpläne. Wenn ich sage 25,25 Euro, dann werden 25,25 Euro investiert. Ja. Falls ihr noch ein Depot sucht, kann ich wärmstens empfehlen, die Consorsbank aus meiner Sicht. Ja. Link findet ihr in der Beschreibung. So, also, was interessanter ist, wir gehen natürlich auf die Erträge. Ich mache das Ganze mal ein bisschen heller hier. Und wir sehen, wir haben einen Monat, ja, wo haben wir den? Müssen wir mal angucken, wo wir ihn angesiedelt haben. Aber so, das ist ja, glaube ich, der fünftgrößte. Die fünftgrößte Dividende dieses Jahr. Also, geschlagen haben wir natürlich nicht die aus dem Mai und aus dem August. Im Mai hatten wir die Allianz, die hatte bombastisch mit 115,52 Euro gezahlt. Und im August hatten wir natürlich die Gazprom mit 139,46 Euro. Das ist alles schon nach Quellensteuer und ADR-Gebühren und fremde Spesen und wie das alles heißt. Ja. Also alles in allem sehr, sehr schön. Ihr seht, im letzten November hatte ich gar keine Dividende, weil ich hatte erst hier angefangen mit ein paar ETFs und es gab keine Auszahlung im November. Umso interessanter wird dann das nächste Jahr werden. Aber wir haben im Dezember schon welche gehabt, letzten Jahres, und da hatten wir gehabt 10,56 Euro an Dividende. Von 3M, Coca-Cola, Exxon, Johnson & Johnson, dem ETF, den beiden ETFs, McDonald's, Old Republic, die haben wir nicht mehr dabei, und dem Vanguard FTSE, den haben wir auch nicht mehr dabei. Aber die anderen werden wir vergleichen können und da wird es einen größeren Unterschied geben. So, finde ich sehr gut. Schauen wir uns mal quartalsweise an. Also im Q1 hatten wir gehabt 184,28 Euro, im Q2 hatten wir 333,64 Euro, Q3 294,30 Euro und bisher noch Dezember ausstehend im Q4 haben wir 119,02 Euro. Jetzt ist das Ziel, dass wir diese 184 schlagen. Bin ich mir nicht sicher, weil eine Dividende, die ein bisschen höher ausfällt, kommt am 31.12. an und die wird ja nicht am 31.12. eingebucht. Und bei mir ist das so, ich buche das ein, wenn das Geld auf meinem Konto ist, nicht wenn da irgendwo ein Paydate steht. Ja, das ist mir ein Boogie, was da steht. Wenn das Geld nicht auf meinem Konto ist, dann habe ich es nicht. Ja. Und so sehe ich das Ganze. Und aufs ganze Jahr gesehen, seht ihr, in 2018 nichts. In 2019 gab es 19,30 Euro und 2020 sind wir schon mal 931,24 Euro an Dividenden. Ja, ich werde mal eine ganze Auflistung machen, so wenn das irgendwann bei ist, das Jahr, wie viel wir bekommen haben, wer da am meisten gezahlt hat mit der höchsten Dividendenrendite. Wenn wir jetzt die Zinsen noch anschauen, dann haben wir ja aus P2P-Einnahmen Mintos und Bondora, wobei Mintos mache ich gar nichts mehr und mein Geld ist ungefähr seit 6 Monaten, diese 60 Euro oder 62 Euro, die kriege ich nicht mehr wieder, das ist weg, deswegen, das ist abgeschrieben, habe aber trotzdem Plus gemacht mit Mintos in der Zeit. Habe zum Glück früh genug rausgeholt, das Geld. Und was ich auch gemacht habe, ich habe nie länger als 30 Tage investiert gehabt. Ja? Und das ist etwas so mein Tipp vielleicht noch. Ne? Ich würde nie so 3 Jahre Laufzeit machen, so ein Shot alles. Ne? Das hat mir vielleicht noch ein bisschen das Leben gerettet dabei. So, 2018 hatten wir 19,22, 2019 hatten wir 277,47 Euro und dieses Jahr haben wir 40,30 Euro. Ich bin wieder bei Bondora drin, aber nur mit irgendwie 58 Euro bisher. Wird auch jetzt bespart werden. Das heißt, jeden Monat möchte ich ein bisschen nachlegen, damit die täglichen Zinsen, die man bekommt, weil im Moment kriege ich 1 Cent Zinsen am Tag. Das heißt, 30 Cent im Monat bei 30 Tagen. Und ich möchte eigentlich das jeden Monat verdoppeln. Also nicht verdoppeln die Zinsen, sondern einfach immer 1 Cent mehr. Das heißt, ich muss ungefähr 55 Euro im Monat in Bondora anlegen, damit ich aus 1 Cent 2 Cent mache am Tag, aus 2 Cent 3 Cent, aus 3 Cent 4 Cent und so weiter. Ihr versteht's. Ja, dort werde ich aber auch nicht zu viel reingehen. Ich denke mal, so ein Maximum, was ich mir da setzen werde, und das ist aber auch eine längere Laufzeit, also nicht jetzt irgendwie die nächsten paar Monate nur, so 1000 Euro und das ist dann gut. So, ja. Damit ich so, ja, ich hätte gern 10 Cent am Tag, dann wäre das schon schön, damit auch so ein bisschen Zinsen mit reinkommen. Ne? So, ansonsten, ja, das können wir uns noch anschauen. Erträge akkumuliert. Sehen wir zum Beispiel die Jahresvergleiche 18, 19, 20, also 18 in grün, 19 in hellblau und 20 in dunkel. Da seht ihr zum Beispiel, im Januar hatten wir 18, 95 Cent, 12, 73. Dann hatten wir 1 Euro, 3 Euro, 23 Euro und ihr seht, da war nicht so viel. Und dann aber hier im Mai ging es dann richtig los, ne? 37 Euro und das ist jetzt der Vergleich der Zinsen. Und dann hat es hier schon mal, weil ich habe einfach hier nichts mehr gemacht. Jetzt, wenn wir aber die Dividenden anschauen, dann ist das Ganze ganz andersrum. Ja, ihr seht es hier,
2020 hatten wir 96,20 Euro im Januar, in 18,19 hatten wir gar nichts. Dann ging es so weiter und erst irgendwo hier, ja, in 19, wo wir in 19 42 Cent hatten an Dividenden, hatten wir dieses Jahr schon 583,43 Euro Dividenden. Wow. Ja, dann ging es weiter. Wo geht's? So, 754 im, was ist das, August? 800,12 Euro im September, 868 im Oktober und 931 im November versus 8,74 Euro letztes Jahr. Ja. Ich hoffe, wir schlagen die 1.000-Euro-Marke und das, denke ich, sollte erreichbar sein. Das ist mega, was, dass wir dieses Jahr das überhaupt geschafft haben. Wird sehr, sehr spannend, finde ich sehr cool. Ansonsten können wir uns noch anschauen, kurz, wie das Ganze im Quartal ausgesehen hat, nur für dieses Jahr. So, ihr seht zum Beispiel, das sind alles die, die wir dieses Jahr gezahlt haben. Total 931,24, nochmal die Quartale. Und ihr seht auch die Entwicklung, 3M. Klar, da habe ich ein bisschen Einmalkäufe gemacht im Q2. Ihr seht, von 71 Cent auf 7,27 Euro gesprungen und so weiter. Dann Altria, das habe ich nicht mal weiter nachgekauft, das ist mehr oder weniger das gleiche. Aber Apple hat sich gesteigert auf 18 Cent, 42, 1,33, 1,91. AT&T auch, da hatten wir Einmalkäufe gehabt. BP bleibt auch gleich, da wird auch nicht mehr investiert. BAT steigert sich, Cisco bleibt gleich, da haben wir 50 Stück, das reicht mir jetzt erstmal. Danaher ist mehr oder weniger gleich, wobei wir da auch noch zwei nachgekauft haben. Da wird es ein bisschen hochgehen jetzt im Q1, dann nächstes Jahr. Ansonsten IPA hat leider nur einmal ausgezahlt, dann haben sie die Dividenden gestrichen. Und Gazprom ist ein Jahreszahler, Fresenius genauso. Omega Healthcare ist angestiegen, Pepsi ist angestiegen, Pfizer ist gestiegen. Also alle sind so ein bisschen gestiegen, ne? Weil Nachkäufe da waren. Und ich bin echt gespannt, wie das hier nächstes Jahr aussehen wird. Jetzt habe ich hier die Jahre wieder rausgenommen. Ob wir jetzt die Kurve erhöhen können oder parallel laufen oder ein bisschen höher und wie wir dann am Ende rauskommen werden. Also ich hätte schon gerne, dass wir nächstes Jahr so die 1,3, 1,4 vielleicht erreichen, aber das werden wir sehen. Ja? Ansonsten, ich bedanke mich bei euch, wünsche noch einen schönen Tag, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, Daumen hoch, bleibt gesund und schreibt mal unten drunter, wie viel Dividende ihr bekommen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Peace.